Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid. Hier oben steht auch noch der Mindy. Grüß dich. Moin moin. Ja, du hast eine Axt und du hast hier Holzstapel. Du musst auf jeden Fall erstmal aufnehmen. Ne, Moment mal, das sind nur Behälter. Da ist nichts drin. Ja, genau. Also ich habe schon zwei Holzschalter eingesammelt, aber... Normalerweise musst du die rechts klicken. Ja, mache ich, aber da kann ich nur sekundär oder primär ausrüsten oder fallen lassen. Oder wir müssen erstmal Zimmern für Anfänger lernen oder sowas. Boah, das wäre natürlich mies. Also, ja, also wir das? In dem Alten war es so, dass... Also im Alten... Oh, hier ist eine riesen Glasfront, das finde ich nicht witzig. Ich meine, was soll ich denn? Ah, Holzscheit. Primär ausrüsten, sehr gut. Mal so ein Holzscheit ausgerüstet. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Ich dachte, das wäre doppelstöckig. Hier vorne ist auch noch eins. Hier klopft ein Zombie an. Also jetzt irgendwie so ein Zwischengang. Der sieht uns dann auch gleich. Ja, dann lass doch in den Zwischengang gehen eigentlich mal. Ja gut, oder? Lass uns mal gucken. Ja, genau. Ich meine, du hast ja gesehen, einer ist ja keine Gefahr. Also ah ja, die okay. Jetzt hier nicht. Okay. Dann hat die jetzt nicht von überall außen pollern. Schauen wir mal, was okay. Hier noch so ist. Hier vielleicht irgendwo... Ah, hier. Bad. Oh, das klingt gut. Was ist jetzt? Moment, heiß? Unangenehm heiß. Das können wir doch echt? Ändern. Dir ist das, heiß? Achso, ja, ist ja, zu nee, fern, ist kein ne? Problem. Thompson, Pulli, wo ist denn der Pulli? Pullover. Hier, tatsächlich, fülle Wasserflasche, das ist ja gut. Genau, das habe ich ja von hingemacht. So, jetzt dürfte also nicht mal sein. Also muss man sich merken, so eine Wasserflasche behalten und dann und kann ansonsten man immer wieder aus dem Klo saufen. Das ist natürlich gut. Ich trinke nochmal was. Einfach nur mal fülle Gießkanne ja, trinken. Oh, das ist natürlich auch gut. So. So, was haben wir hier? Hier ist noch die Mädchentoilette oder? Hier sind nochmal Spinte. Nochmal Toiletten, okay. Da kommt ein Zombie hochgewackelt. Okay, dann hole ich mir... Moin. Boah, was ist denn hier passiert? Ist das bei dir auch alles quer beim Gang gesprotzt? Ja, ja, ja. Alter, war der gefüllt mit oder wie? Oder? Ah, Spinnen. Das ist alles nur Erdbeermarmelade. Das ist okay. Völlig harmlos. Schuhe. Buch. Und der Buch. Buch ist jetzt gegen Langeweile. Ist ja langweilig. Nur gegen Langeweile. Nee, nicht mehr. Also nach der Action hier mit dem... Spritzer also Problem. Da. Wir brauchen was zu essen, weil uns geht echt das Essen aus. Ich weiß nicht, ob wir am Sägewerk das hier glücklich werden. Stimmt, also ich habe noch... Hier. Essen, ja. Jo. Oh, Brause. Schön. Nee, das ist Brause. Aber in dem vielleicht? Chips. Ja, Chips ist schon mal ein Anfang. Okay, ich nehme mal einen. Mal das Chip. Nee, im Moment, da ist ein Kühlschrank. Hier ist auch noch Ei und Lachs. Ach, Lachs, Mensch, heute hier. Dann das Ei darf man nicht essen, das ist ungekocht scheiße. Mm, und Lachs auch nicht. Aber nehmt uns die Mikrowelle, also wir können das auch kochen, ne? Probieren wir? Na klar, dann kommen wir auch das mal. Ich hol den. Okay, warte, ich gehe aus dem Weg und leg mal den Lachs in die Mikro. Lachs in die Mikrowelle, also im wahren Leben natürlich eine Katastrophe. Ja, oh Gott, der schöne Lachs. So, da und wo ist der Lachs hin? Da ist der Lachs hin. In den Ofen. Und jetzt muss man hier irgendwie sagen, rechts einschalten. Bauen. Ah, bauen. Moment, Treppe, Holzkiste. Moment. Man muss nicht mehr in den Hammer klicken, muss einfach nur in die Pampa hier rechts klicken. Dann kannst du was bauen. Was kann man denn hier alles bauen? Holzkiste, Boden, Treppe. Bar, Möbel, Tisch, Zaun, Light Source. Lampenpiller, Türen, Holzwand. Also teilweise, man braucht aber Bretter und nähere Nägel. Also das habe ich auch alles. Okay. Das war früher mit dem Hammer, meine ich. Das war doch nicht einfach nur rechtsklicken. Hast du nicht den Hammer? Oder vielleicht, weil wir Bauarbeiter sind? Oh, der Lachs ist heiß. Ich mach mal hier ausschalten. Gefährlich, wenn ungekocht. Ah nee, der ist noch nicht geguckt. Einschalten, so rum. Man sieht schon Balken. Wieder was geschossen. Ich glaube, der Zombie, der läuft auch weg. Das sind, glaube ich, Ambient Sounds, aber die werden weggelockt dadurch. Hier nebendran sehe ich noch was. Hier nebendran sehe ich Wasser durch die Wand schimmern. Ja, also ein Wasserspender, ja. Wir lassen mal den Lachs da in der Mikrowelle kochen. Mhm. Okay. Auf jeden Fall kann man was trinken. Schreibtisch. Laserdisc, eine Schere. Eine Laserdisc? Echt, was will man in einem Laserdisc in der Apokalypse? Hier ist so ein Raum. Muss ich vielleicht eine Laserwaffe machen? Ja, genau. Ja, natürlich. Das klingt legitim. Hier ist echt nichts. Also das ist so ein richtiges Sägewerk. Da ist einfach nichts. Einfach nur außer Öde, Holz. Außer Holz, genau. Guck mal ganz kurz nach dem Lachs, wie weit er ist. Ja. Denkst du auch an die Dillsoße dann noch? Ja, ich guck mal, ob Kühlschrank Remoulade. Auf jeden Fall haben wir schon mal Remoulade zum Lachs.
Ah, der braucht noch ein bisschen. Aber der würde minus 40 Hunger geben. Also der Kochbalken ist gut, bei drei Viertel. Das heißt, er ist bald gar, der Lachs. Richtig gut. Lecker Lachs. Hätte ich jetzt auch Lust drauf, muss ich schon mal so sagen. Ah, das ist aber auch gut, wenn du einfach nur so ein schönes Lachssteak hast, am besten irgendwie ja, auf so eine Alufolie packen, ein paar Kräuter drüber, ein bisschen Jetzt hör auf. Dillspitzen. So, jetzt sind wir weiter in der Apokalypse. Gleich ist der Lachs fertig. Und dann die Zitrone denken, Zitrone drüber. Burning. Oh, jetzt. Okay, ausschalten. Burning. Ah, jetzt hat er auch Hunger, minus 52. Tut mir leid, ich muss leider, obwohl ich erst die Hälfte. Ja? Okay. Lachs und dann, jetzt ist auch hell geworden. Der war vorher so rötlich. Mhm. Und jetzt lasse ich die Hälfte vom Lachs liegen. Fallen lassen. Ist natürlich nicht so toll am Boden, aber mein Gott, wir sind in der Apokalypse. Oh, kurz, nicht so ansprechend. Lecker Lachs. Stellen. Lecker Lachs, wo ist denn der Lachs? Da ist der Lachs. Also ich habe jetzt wohl genährt. Noch. Also so ein Stück Lachs hat satt gemacht. Ja, minus 26 klingt auch immer viel, ja. Ja, ich weiß nicht, was so sehr anders... Sehr gut gesättigt, ja. So ja, super. Doch, das. Und jetzt noch eine Soda trinken, oder? Brause, achso. Ich habe ja noch Limonade. Ach, Hunger auch minus 11. Ich nehme auf jeden Fall die Soda mit in meinen Rucksack. Okay. Dann. So. Ja gut, also wir müssen auf jeden Fall weiterziehen. Das ist ja hier... Ich glaube, hier oben war doch noch... ach nee, da waren wir jetzt schon. Warte, ich guck mal kurz auf der Karte. Mal... Ist hier noch ein Gebäude spät. Außerhalb? Also, nee. Nee, das kommt war's nichts mehr, oder? Dann sollten wir, können wir es noch, gibt es irgendwas, schau mal bitte auf der Map, ob es hier von hier aus irgendwas Sinnvolles noch gibt, wo wir jetzt, sagen wir haben 14.30 Uhr noch hinkommen würden. Also, was relativ nah ist, wenn wir wieder zurück Richtung Sägewerk laufen, da wäre noch so eine Baustelle, so ein Construction Site. Ob wir da was finden? Oh, was hat denn jetzt? Etwas durstig. Also ich hau mal was zu trinken rein. Da ist auf jeden Fall alles offen. Ansonsten müssten wir wirklich wieder auf die große Straße. Dann könnte man auf der Höhe, wo wir jetzt sind, da durch. Dann wären wir bei den Garagen, beim Car Repair Shop, bei Storage Building. Ja, klingt gut, Lagerhaus. Aber wie weit ist das? Also doch, weißt du, wir können ja nicht zu weit. Okay, dann lead the way. 15:10, das sollten wir noch schaffen. Genau. Dann raus. Ich weiß nicht, wie ich jetzt rausgekommen bin, aber ich bin rausgekommen. Ich muss mal hier bloß... Wir kommen nicht durch den Wald durch. Wir müssen erstmal auf die Straße oben. Da können wir direkt nach rechts unten. Ich laufe sogar schneller, als du rennst. Nee, das stimmt nicht ganz. Aber wenn ich renne, guck, da bin ich weg. Das ist aber echt interessant. Meine Lunge ist schon wieder am Arsch. Ich laufe jetzt mal langsam. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Hier ist doch noch ein Gebäude. Da waren wir schon. Nee, da waren wir schon. Ach so. Das war, wo der Truck, dieser Container kleine, noch davor okay, stand. Ja. Ja. Meine Lunge ist wieder ein bisschen... Oh ja, renn immer, wenn du kannst. Aber sei aber vorsichtig. Aber es ist echt interessant, dass der überhaupt nicht vom Fleck kommt. Also von außen sieht es jetzt aus, als wäre ich mega langsam. Ja. Bei mir sieht es sogar ein bisschen so aus, als würdest du lecken. Als würde das Spiel nachher noch berechnen, also dass du langsamer bist. Könnte jetzt sein, dass ich natürlich auch voll beladen bin und dadurch ein bisschen, ne? Jetzt die Lunge schon bist wieder. Bist du denn? Also ich laufe als die Straße, ich bin hinter dir. Nein, bist du denn voll beladen? Nee, ich habe 14 von 16 und 10 von 20. Also theoretisch, ich meine, ich könnte noch mal was fallen lassen. Die Gießkanne, egal. Fishing for Beginners, nee. Aber ich habe schon fast durch. Ich könnte es noch schnell lesen und dann lasse ich es liegen. nee, komm. So, jetzt erstmal hier runter und jetzt müssen Moment, wir die ich nächste... Moment, ich muss noch ein bisschen ausruhen. Ja. Okay, ja, genau. Ja, so ein bisschen Reservepuste ist, glaube ich, nicht verkehrt. Naja, wenn jetzt uns die Zombies entgegenkommen, genau, können es ja... Genau. Also wir müssen uns vor allem mal irgendeine Basis suchen, wo wir, keine Ahnung, irgendwie was Sinn macht, weil ich meine hier durch die Stadt hetzen... Genau, ich hätte schon Bock auf so einen Garten oder sowas, aber da müsste man wirklich mal so einen Zaun bauen können oder sowas. Kann man. Also wir haben ja Holz aus dem die Frage ist halt, was man dafür braucht. Dann müsste man sich irgend so ein Gartenhaus suchen oder sowas, was man nur noch leicht zumauern braucht. Vorbeischleichen, nicht so? Doch, die guckt weg, die ist egal. Der ist das egal. Die, jetzt die nicht mehr. Nach. Jetzt hinter der. Naja, aber die rennt jetzt auch nicht so schnell. Das
Geht noch. Hier müsste gleich so eine Waldlichtung kommen, wo wir durchhuschen können. Hier. Ich glaube, das ist sogar das hier, ja. Ja, komm, dann lass den kurz hier im Wald in die Büsche zerren. Achsen Hallo! Pam! Pam, pam! Und nochmal drauf. Genau. Jawohl. Und jetzt, links, also die Axt ist schon... ich würde den hier nochmal mitnehmen. Die 5? Oh, die 5, ja, genau, ne. Aber hier müssten wir eigentlich durch die... Okay, ich renne durch den... Also ich bin schon durch. Ja, ich schaff's auch machen. Gleich, ich hab zwar Panik. Können wir jetzt nochmal Beta-Blocker einwerfen? Das mache ich auch. Ja, stimmt, ich bin extrem so. Panisch. Wo wollen wir lang? Hier einfach rein? Ne, da sind Zombies davor hinten rum. Okay, das müsste ja jetzt hier... Müsste, glaube ich, sogar dieses Warehouse sein. Ja, dann müssen wir die Zombies wegmachen, die drin. Kommen. Naja, gut, dann müssen wir das mal machen. Oh. Hier kommt einer, glaube ich, durch den Eingang gleich rein, wenn ich das richtig gesehen habe. Nochmal schlagen, genau. Die hole ich mir auch. Okay. Gute Quote. Absolut. Obwohl ich extrem panisch bin. Oh, die hat Patronen dabei gehabt. Mist, das haben... Okay, ich habe 9mm Patronen mitgenommen. Box of Nails, also hier sind Nägel... Oh, fuck, hier sind auch Zombies. Hier ist auch nichts zu essen, oder? Gehen wir weiter. Komm, wir gehen zu dem nächsten nördlichen Haus. Komm da raus. Ein Slight Damage habe ich, aber das ist nicht so schlimm. Oh, mit einem Luft Kobok. Gefischt. Okay, die suchen. Kelle, bloße orange Socke. Okay. Orange könnte man. Orange mitnehmen, ja. Ich gehe mal weiter. Nee, das ist nicht orange, das ist orange. Achso. Hier ist noch ein, da das kommt... Das ist dieses tolle Lagerhaus, ja. Gießkanne, da kommt einer rein, da kommt einer ran. Kessel, Zigarren. Ja, soll ich ihn mal hier? Okay, jawohl. Hose, Geschirrtuch. Kelle, Feuerzeug. Spaten. Geschirrtuch ist übrigens, um dich zu trocknen. Hier ist noch ein Baseballschläger. Ein Teekessel, eine Gießkanne, Zigaretten. Ich überlege gerade, ob ich den Basie mitnehme und den austausche. Damage 12 von 15. Nee, lohnt sich nicht wirklich. Achso, ist hier noch mehr gewesen? Spaten hätte ich hier, wie gesagt. Teekessel, Zigaretten. Boah, der ist aber heftig. 13,4 Schaden. Echt, ein Spaten? Was macht denn die Axt? Na gut, die macht 17,5. Ist auch mal dann, schlecht. Was, 13? Welches Gewicht? Ich glaube, das Gewicht interessiert gar nicht, wenn du den in der Hand hast. Es ist auf jeden Fall reduziert. 1,5. Das ist auf jeden Fall leichter als der Basie. Stimmt, ja, meine Axt ist auch, die hat 3,0. Warte. Dann? Auszielen, ablegen. Spaten, Equip in Both Hands. Und der Baseballschläger bleibt gerade mal hier. So. Oh, dann müssen wir mal gucken. Wir wollten ja mich mal schauen, wo sind wir? Wir gucken, wir weiter die Häuser, oder? Da. Ich hab dodged. Also wenn wir jetzt rechts unter uns gucken, da ist das Storage Building. Und über uns wäre das Large Warehouse. Wo bist du? Da bist du. Okay. Ich versuche gerade den wegzu. Also hier, wenn wir hier. Ja, warte, dann mach du mal Fenster und ich kümmere mich um die. Was, hier rein? Okay. Ja, wir müssen nämlich auch wieder. Da kommt noch einer. Warum trifft man die jetzt nicht? Vielleicht wegen Rutschen. Okay, den einen ist Blatt. Ah, auch Blatt, super. Okay. Fenster. Ich guck, ich sichere die Umgebung. Ja. Oh, das sieht gut aus, deine Spaten. Gefällt mir. Große Kelle da dran. Oh, offen? Der Spaten des Mannes. Laken anbringen. Oh, Zombie. Natürlich direkt hier ein Einwohner gestört. Na toll, jetzt haben wir gleich eine Leiche hier drin liegen. Sag mal, warum trifft... Scheiße. Das war nicht gut. Und ich bin gekratzt. Nein. Los, du! Verbind dich. Ich blute ja nicht. Achso, okay, bist du kratzt. Genau. Ja gut, ist halt auch nicht so gut, oder? Nee, kratzen ist doof. Das ist Infektion. Das hatten wir schon mal. Wildhering. Light Damage gekratzt. Hier ist aber ein Bohrraum. Es passiert noch nichts mit mir. Ja gut, es dauert auch. Nägel.
Brechstange. Glue. Nee, hier ist nix. Ah, hier ist ein kleiner Kühlschrank. Hier ist was zu essen. Und ein Wurm. Macht halt ein bisschen unglücklich. Und eine Wasserflasche. Ich hau mir jetzt mal die Wasserflasche. Was ist hier? Licht. Da ist ein Schalter. Umfüllen in Gießkanne, auf Boden ausgießen. Nehmen. Wozu hat man denn eine Wasserflasche dabei? Das verstehe ich nicht. Das Problem hattest du ja auch eben, ne? Ja, also ich habe halt dann keinen Durst mehr gehabt. Stimmt, ich auch nicht. Aufgesammelt hatte. Ja, ich auch nicht. Alles gut. Ja. Super. Okay, dann würde ich jetzt mal fix noch hier die Butter essen. Nee, Butter. Brot. Unglücklich. Brot minus 30, aber ich habe auch keinen Hunger. Also das Brot sollte man mitnehmen. Vielleicht könnte man einen Wurm drauflegen auf das Brot. Oh, so lecker Wurmbrot, hm? So, yummy. Ja das klingt gut. Gell? 21:40 haben wir übrigens. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier übernächtigen sollten. Aber es ist natürlich auch für die Zuschauer jetzt nicht so spannend. Das stimmt, ja. So, Vorhang habe ich zugemacht. Warum bin ich eigentlich so langsam? Weil ich irgendwie völlig überladen bin. Ich überlege, ob ich irgendwas... Weißt du was? Ich lese jetzt mal das Buch hier nochmal. Weil ich glaube, das Buch ist natürlich auch... Also jetzt im wahren Leben. Fishing for Beginners. Lesen. Ja, also Fischen muss sein... Also vor allen Dingen, ich habe schon 175 Seiten von 220, das heißt, es ist gleich fertig, das Buch. Das mache ich jetzt einfach hier, weil... Gut, dann lese ich mal hier meine Landwirtschaft für Anfänger. Genau, kannst schon mal beginnen. Bin schon bei Seite 34 von 220. Da bin ich immer gespannt, dann kann ich vielleicht das Saatgut einpflanzen. Das wär natürlich schon mal ein Anfang. Ja, ich bin mir halt nicht sicher. Wir müssen wahrscheinlich auch irgendwie Erde finden, also beziehungsweise einen Bereich, wo man Erde bearbeiten kann. Wo man die Erde bearbeiten kann. Ja, ich weiß, also als ich es mit dem Liquid Duck gespielt habe, da war das so, dass man praktisch in der Erde auch wirklich diese, wie so Furchen zieht. Also, weißt du, das Erdreich halt aufwühlt und dann kann man dort was einpflanzen. Genau, erst umgraben, ein bisschen kultivieren und dann. Genau. Und man muss halt auch gießen. Und was ich auch gelesen habe, mit den Zigaretten kann man sich zum Beispiel... Dünger, hattest du mal gesagt. Genau, nicht Dünger, gegen Insekten. Ah, gegen Insekten? Jo. Ach was, Insekten? Wäre ja auch noch was. Vielleicht treffen wir noch auf einen verseuchten Heuschreckenschwarm. Ja. So, ich habe Lesen for Beginners. Lesen for Beginners, aha. Fishing for Beginners, so ein Quatsch. Hast du jetzt lesen gelernt mit dem Aber Buch? Was ich jetzt nicht verstehe, ist Fishing. Der sagt jetzt, dass das... sich erhöht hat. Aber ich sehe nichts. Also bei meinem Buch steht auch, erhöht den XP-Multiplier um ein Skill. Vielleicht ist das auch so eine Art Passiv, dass man dann quasi. Ich habe es nochmal gelesen. Also wenn man es einmal gelesen hat, kann man. Nee. Ach so, man muss das. Nee. Also bei stumpfen Waffen bin ich auf jeden Fall schon demnächst besser, aber. Wie geht's dir gesundheitlich? Kannst du mal auf deine Gesundheit... Immer noch Slight Damage und gekratzt, aber es verändert sich nichts. Aber du hast auch keine Bandage, also du kannst keine Bandage anlegen. Ich kann eine Bandage anlegen, ansonsten hätte ich ein Pflaster. Ach stimmt, na eben. Bandage am Vorarm. Ja, das sollte man noch tun. Ansonsten, ich habe Antidepressiva, wenn das zu schlimm wird, und Schokolade macht glücklich. Ach so, das geht jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich gerade lese. Hast du das Brot eigentlich gegessen? Ne, du kannst dich einfach nur bewegen, dann hörst du auf zu lesen. Also ich habe noch eine Tomate und die Butter. Jetzt bin ich angespannt. Dann esse ich jetzt etwas das Brot. Nervös. Ja, siehst du, das sieht schon schlecht aus. Das ist wahrscheinlich, ja. Aber wie kriegt man das weg? Das ist die Frage. Also ich glaube, die Infektion gar nicht. Höchstens wahrscheinlich mit Antibiotika, aber ich glaube, da haben wir gar nichts zu gefunden, oder? Haben wir bisher noch nicht, nee. Das ist angespannt, ist ein ganz schlechtes Zeichen. Und das hatten wir ja schon mal, die Geschichte. Gut, aber wenn ich... War hier eine Küche? Nee, gell? Nee, hier ist ein großer Schrank noch. Kopfkissen, jawohl. Kann man sich aber ich habe zumindest nicht viel Schaden. Das ist ja schon mal noch so ein... Ja, aber ich glaube, die Infektion kommt dann mit der Zeit durch, also... Ja. Wo war denn die Küche? Die war ja südlich, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Weil, man hätte die Fertiggerichte kochen können, aber wer weiß, ob die dann nicht verderblich sind hatten oder sowas. Hatten wir hier denn schon eine Küche? Nee, wir hatten eine Mikrowelle in dem einen Gebäude, aber das war weiter südlich. Das war weiter weg.
Wollen wir weiterziehen in der Nacht? Oder? Ja, ich bin nun gleich fertig mit dem Buch. Ich bin schon auf Seite okay. 200 von 220. Dann warten wir das noch ab. Wir sind sowieso eigentlich am Ende einer Folge. Also wir sind bei gut 20 Minuten jetzt. Okay, dann würde ich sagen. Lesen wir das noch fertig und schauen mal. Wir haben jetzt 1.10 Uhr bei mir. Mhm. Wir müssen sowieso warten, genau. Also, die Nacht muss noch vergehen. Ja, ja. Und der Spaten ist jetzt, habe ich gemerkt, keine effektive Waffe übrigens. Also, aber deine Axt hat ja auch eben nicht um den Glück gewirkt. Ja, ich denke mal, das wird vielleicht auch der Regen sein. Und wir waren ja auch sehr panisch. Das stimmt, das kann sein, dass er dann verfehlt in dem Moment. Also, dass er dann... So, jetzt ist aber der Kratzer weg. Ich bin bandagiert. Okay. Und mein Overall Body Status ist auf okay. Gut, ich bin etwas angespannt, etwas ja, das nervös. Ist, das ist dieses... Warte mal, ich könnte dir, warte mal, etwas angespannt, ich gebe jetzt mal... Unhappiness ist Antidepressiva, Beta-Blocker ist gegen Panisch. Nee, das sind wirklich Anzeichen, oh je. Irgendwas zum Entspannen oder so. Ich könnte warte, einem Spaten überziehen, vielleicht macht die... Das entspannt mich. Ja. Ja. Okay, dann sind wir jetzt doch mal ganz fix auf dem Desktop. Project ja, wir werden das angespannt. Jetzt, wir kriegen das noch raus. Wir kriegen das raus, aber ich meine, in den Kommentaren gelesen zu haben, dass das ein Anzeichen von einer Infektion sind. Wie auch immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann zum nächsten Teil wieder und das wird dann so 1-2 Tage dauern. Dann bis zum nächsten Teil von Project Zomboid. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Bis dann.